Mein Name ist Henrik Kubik. Ich komme aus Ulstadt, das ist nahe Sugenheim, war früher in Neustadt ansässig, jetzt hier. Mache Filme seit jetzt 11 Jahren und habe vorher Multimedia und Kommunikation studiert und da auch meine Leidenschaft für den Film entwickelt. Als Mensch bewegt mich, und das passt auch zu meinem Dasein als Filmer, dass ich gerne Leute kennenlerne und auch Leute so kennenlerne, wie sie wirklich sind. Und das ist beim Film relativ leicht rauszukriegen, wenn mal die Scheu von der Kamera, die Klappe sozusagen gefallen ist, dann öffnen sich Leute meist und sind so, wie sie wirklich sind. Und das zu zeigen und bestenfalls dann noch in einem Film integriert, macht Spaß. Und dadurch habe ich schon viele sehr, sehr nette Bekanntschaften geschlossen. Ja. Die Leidenschaft zum Film ist eigentlich, ich würde sagen, ganz zufällig entstanden. Ich habe erst als Bauzeichner meine Ausbildung gemacht, habe aber sehr schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Habe dann noch ein Jahr Schule gemacht und dann studiert und eigentlich nur das Studium gemacht, weil ein guter Freund gesagt hat, er probiert das mal in Ansbach aus, den Studiengang. Und da hatte ich eine sehr nette Professorin, die Frau Professor Herrmann, und die war so ein bisschen mein Mentor. Jetzt nicht auf der filmischen Basis, aber ihre Art hat mir gefallen und sie hat uns zu Firmen gebracht und da konnten wir einfach uns ein bisschen austoben. Und genau das war, glaube ich, dieser Moment, wo es dann so Klick gemacht hat und gesagt habe, das ist genau das, was ich machen will, das macht mir Spaß. Also mein erster Film war tatsächlich gleich ein Film, für den ich bezahlt wurde. Sehr low budget, aber war überhaupt nicht schlimm, weil dass ich überhaupt was gekriegt habe, hat mich gefreut. Ich habe einfach ein bisschen rumgefragt in Neustadt und habe auch Weihnachtskarten geschickt in meinem ersten Jahr an Leute und habe mich sozusagen frohe Weihnachten gewünscht und mich vorgestellt. Einige dieser Leute, die ich angeschrieben habe, sind heute noch meine Kunden. Das ist sehr, sehr witzig. Mein erster Film war für die Firma Meinl, Beckenhersteller aus Gutenstetten. Und die machen jährlich, zurzeit nicht, aber sonst jährlich ein Drumfestival oder ein Gitarrefestival. Und da habe ich einfach gefragt, ob ich das mal filmisch begleiten könnte. War also sozusagen Eventfilm. Und den haben dann auch Meinls gesehen, also somit gleich größeres Publikum. Und was ich gefühlt habe, ja, ich war natürlich stolz, logischerweise. Und mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich ihn heute anschaue, dann verschließe ich lieber die Augen nach 20 Sekunden. Aber es ist natürlich klar, dass es da nach 11 Jahren eine Entwicklung gibt und dass der jetzt ein anderes Niveau ist. Neben meinen natürlich bezahlten Projekten, die ich umsetze das Jahr über, ist es mir schon auch mal wichtig, Sachen zu machen, die kein Geld bringen, aber wo man vielleicht Menschen helfen kann. Und da fällt mir jetzt eins ein, alle erinnern sich noch an unser Hochwasser im Landkreis, hier in Ulstadt, wir waren auch betroffen. Und die Feuerwehr hat gefragt, ob ich denn mit meiner Drohne Aufnahmen machen könnte, und zwar in Bezug darauf, dass wenn das wieder mal kommt, dass man die Quellen kennt, wo das Wasser reingelaufen ist, wo es in den Ort kam, um dort dann nächstes Mal besser vorbereitet zu sein. Und wir haben da einen Film gemacht, der Ulstadt von oben zeigt mit all seinen Straßen, die überschwemmt waren und auch die Haushalte. Und ich glaube, der Feuerwehr hilft es wirklich sehr und natürlich haben wir den ins Netz gestellt, er kam auch oder natürlich hat er das Leiden ein bisschen gezeigt der Leute und vielleicht auch übertragen auf den ganzen Landkreis, wie schlimm es uns getroffen hat. Und hilft, glaube ich, auch wieder, alle so ein bisschen mitzunehmen und alle fühlen sich in der gleichen Situation und sehen, das war schlimm und das ist eine Erinnerung und das ist ein Zeitzeugnis, was man auch dann wieder verwenden kann. Filme zu machen bedeutet für mich in erster Linie meine Familie zu ernähren, aber in zweiter Linie, das ist fast wichtiger, wenn Leute danach zufrieden sind oder für mich ist der Moment eigentlich immer der schönste, wenn ich einen Film wegschicke und er kommt an und Leute waren ja bei den Dreharbeiten dabei und sagen, oh, das hätten wir überhaupt nicht erwartet oder das ist ja so cool. Also ist ja jetzt nicht jeder Film cool, so will ich es nicht sagen, aber die Leute sind oft sehr begeistert und erwarten eigentlich gar nicht so viel, wie man dann ihnen bietet. Das ist jetzt vermutlich bei allen Filmen so, aber dieses Lob und diese Begeisterung, die dann Leute
von sich geben, wenn sie den Film das erste Mal sehen. Das ist eigentlich das, was es ausmacht und weshalb man das sehr, sehr gerne macht. Und grundsätzlich kann man sagen, ich würde am liebsten 24 Stunden filmen. Also so ist es bei mir, das vor der oder hinter der Kamera macht mir meistens Spaß. Natürlich, und das weiß jeder Selbstständige, kommt noch dazu, Rechnungen zu schreiben, Drehbücher zu entwickeln, ja, einfach die Sachen, die man nebenher als Selbstständiger zu tun hat, Steuer zu machen, sind alles so Sachen, wo ich mir denke, oh, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also vor der oder hinter der Kamera zu stehen, Anweisungen zu geben und alle meine Möglichkeiten, die ich habe, Drohne, Slider und so weiter, immer einzusetzen, ist das, was ich am liebsten mache. Schönstes Erlebnis, würde ich gar nicht sagen, dass es da eins gibt. Das ist eigentlich immer im Ausland zu sein. Irgendwie catcht mich das immer, wenn ich im Ausland bin. Das macht mir meistens Spaß. Ich war jetzt, ich habe es mal zusammengezählt, echt schon in einigen Ländern. Ich war in Russland, Großbritannien, Frankreich, Kasachstan, Kirgisistan, Schweiz, Österreich. Also man kommt schon irgendwie auch aus dem beschaulichen Neustadt in diverse Länder. Also das ist das, womit ich immer die größten Erinnerungen verbinde, vermutlich auch, weil es einfach immer was anderes ist, als hier in der Umgebung irgendwas zu filmen. Und Traurigstes hat auch was mit dem Ausland zu tun, was ich sogar filmen musste, sollte, durfte, wie man das auch immer nennen will. Da war ich für eine Stiftung unterwegs, in besagtem Kasachstan. Und diese Stiftung hat in Kasachstan Kinder unterstützt, die in Kasachstan ist es so, wenn man ein behindertes Kind zur Welt bringt, kann man einfach sagen, gefällt mir nicht, mag ich nicht. Und dann kann man das abgeben und hat sozusagen kein Kind mehr. Und die landen dann in irgendwelchen Waisenhäusern und ja, sind einfach wahnsinnig traurige Schicksale. Und da wird sich aber ganz herzlich um die gekümmert. Und da mit der Kamera drauf zu halten, das ist schon hart. Ich habe auch schon Operationen gefilmt, das ist nicht so hart, ehrlich gesagt, als so Kinder, die den man eigentlich was Besseres wünscht, einfach zu filmen. Aber auch da spielt der Film wieder eine Rolle. Es hilft natürlich, wenn Leute das sehen und dadurch Spendengelder generiert werden, dass es den Kindern hoffentlich, soweit es geht, einfach ein Stück weit besser geht. Ja, zum Thema Leidenschaft und ob ich dazu geboren bin, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, das war ein sehr großer Zufall. Es war jetzt nicht so, ich kenne auch Filme, die haben angefangen, mit zwei eine Kamera in der Hand zu halten und haben irgendwas gefilmt. Ich überhaupt nicht. Bin auch ein Typ, der im Urlaub nie eine Kamera dabei hat, weil ich das irgendwie, vielleicht brauche ich auch diesen Abstand, dass ich irgendwann mal wieder nichts mache. Aber doch, wenn ich die Kamera in der Hand habe, dann sprudeln so die Ideen und ich will eigentlich immer mehr Einstellungen machen, als ich brauche, weil ich mir dann den Kopf vorstelle, das könnte ich so machen und das ist so und das ist das, wovon vielleicht auch meine Filme ein Stück weit leben, dass sie sehr, sehr wechselhaft in den Einstellungen sind und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, mit Einstellungsgrößen zu spielen. Also mal ein Bild zu zeigen, was wahnsinnig total ist, wo man ganz viel sieht und dann wieder ein Detail sieht und ich glaube, das ist auch für den Zuschauer das, was uns interessant macht. Auslandsreisen sind eigentlich immer das Wichtigste für mich und da bleibt auch am meisten hängen und deshalb sind das auch so die besondersten Aufnahmen oder Sachen, die ich gefilmt habe. Wir waren mit einer Intercoiffeur heißen, die ist ein Zusammenschluss von Friseuren und da fliegen wir jährlich, solange es Corona zulässt, in verschiedene Länder. Waren da schon in Las Vegas und in den Red Rock Mountains, war Wahnsinn. Dann Paris, Eiffelturm. Da zu filmen, ist klasse. In Irland waren wir, Highlands, also echt klasse Landschaften einfach und da Personen zu filmen, ist einfach irgendwie ein Highlight, was mir gut gefällt. Ja, die drei außergewöhnlichsten Produktionen, die ich bisher gemacht habe, die mir jetzt spontan einfallen, ist einmal Operationen zu filmen. Das habe ich am Klinikum in Bad Windsheim des Öfteren mit Dr. Bender zusammen gemacht. Das ist natürlich außergewöhnlich, weil man aufpassen muss. Da sind die Voraussetzungen wieder anders. Man muss steril sein, man muss aufpassen, dass man nichts berührt, trotzdem alles im Detail aufnehmen und die Operation nicht stören. Das sind entscheidende Sachen, was es aber auch, was irgendwie den Kick ein bisschen ausmacht, ist nicht ganz normal. Dann Drehs, wo es ein bisschen schwieriger ist von der sozialen Situation. Ich war in Kasachstan und habe da behinderte Kinder gefilmt. Oder aber auch, ich war in Rumänien und habe da in einem Ort gedreht, der heißt Anina.
der vom Bergbau gelebt hat. Das ist aber irgendwann war das nicht mehr. Und seitdem ist es eine Riesenstadt wie Neustadt gewesen und die ist jetzt zusammengebrochen auf ein Minimum davon. Die Männer müssen ins Ausland, die Frauen sind mit ihren Kindern allein daheim. Und das haben wir dokumentiert, um die Situation da zu verbessern. Und als drittes, was ein bisschen schöner ist, vielleicht auch für alle und was vielleicht auch ein bisschen bekannter ist, ist der Astronautenfilm, der letztes Jahr um Weihnachten und Neujahr entstanden ist. Den dürften einige gesehen haben. Da ist der Astronaut in Neustadt durch das Gelockdown der Neustadt gelaufen und hat gezeigt, wie verlassen doch alles ist und wie ein bisschen traurig und melancholisch alles ist. Kam, glaube ich, ganz gut an und das war ja auch so ein Highlight von mir, ja. In Sachen Persönlichkeiten gibt es ein paar Leute, die ich tatsächlich schon kennengelernt, die vielleicht der breiten Masse bekannt sind. Spaßmäßig würde ich jetzt mal sagen, war es Mickey Krause und Roberto Blanco, mit dem ich sogar so eine Art Werbespot gedreht habe. Dann Schauspieler oder im Opernbereich war es Anna-Maria Kaufmann, die hat lange Zeit bei Phantom der Oper mitgespielt, von Wladimir Klitschko die Frau. Auch eine sehr gute Sängerin. Ansonsten noch für die Männer vielleicht mit Felix Magath, dem Fußballtrainer, habe ich schon einen Film gemacht. Ansonsten für die Musiker, die Gitarristen Paul Gilbert ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Und ansonsten müsste man überlegen, Politiker gibt es noch, Frank-Walter Steinmeier. Den habe ich mal im Bundestag getroffen und auch ein Statement abgeholt. Und Joachim Herrmann war auch in Kliniken Bad Windsheim zu Gast bei einer Pressekonferenz. Ja, Dr. Bender als Chefarzt, Dr. Matthias Bender, für mich auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Auch mit dem habe ich viel gefilmt. Also bei mir in meinem Beruf oder das, so wie ich es ausübe, spielt die Leidenschaft eine sehr große Rolle. Das ist mir auch wichtig, dass jeder Film individuell ist und dass sich jeder Kunde abgeholt fühlt und sagt, jawohl, der hat sich konzentriert auf mich und er hat das wiedergegeben, was ich wollte. Also ich mache nichts von der Stange. Und ich glaube auch, das ist mein persönliches Empfinden, dass man diese Leidenschaft auch braucht und ist vermutlich übertragbar auf fast jeden Job. Dass man, wenn man das macht, wenn man einen Beruf ausübt, dass man ihn mit Leidenschaft macht, weil ich glaube, genau dann hat man auch dieses Herzblut und will es bestmöglich machen und gibt sich Mühe und ja, ich habe den großen Vorteil, dass ich jeden Tag eigentlich was anderes erlebe, was sehr, sehr cool für mich ist und was mir sehr viel Spaß macht und ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann und wünsche es auch vielen anderen, die die Berufung für sich gefunden haben, dass sie die so ausüben können und mit so viel Freude und Lust.